Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Might and Magic Book One. Wir sind hier in Sorpegal, nach dem letzten Mal, wo wir das Magic Square gelöst haben. Und ich dachte mir, wir gucken mal nach Dusk. Und in Dusk in den Keller, da war nämlich ein Portal, also da waren mehrere Portale, aber da war ein Portal. Das war gleich das erste, das wir genommen haben. Genau, und wo wir gleich wieder abgehauen sind. Und wie uns die Automap sagt, was ja natürlich einige nicht wissen, ist, das ist ein Medusa-Layer. Und das klingt ja mal nicht uninteressant. Und wenn ich mich nicht komplett irre, haben wir als Quest, ich weiß nicht, können wir uns das irgendwo anzeigen hier im Spiel? Ich glaube nicht. Also Where Are We zeigt die aktuelle Quest an, aber ich weiß nicht, ob das Spiel das macht. Wahrscheinlich nicht. Ein Medusa-Head dem Kollegen I'm the Lord zu bringen. Und doch, das können wir ja mal versuchen. Mehr schief gehen kann es ja nicht. Ich habe auch noch ein bisschen Inventory Management betrieben. Ich glaube, wir sind auch noch... Ja, wir sind aufgestiegen. Fall von Quest ist jetzt Level 9. Das heißt, sie hat jetzt auch Grad 5 Zauber. Was bedeutet, dass sie jetzt kann? Deadly Swarm. Outdoor. Das, wir sind indoors. Das ist mal wieder doof. Aber All Monsters, 2 bis 20 Punkte Schaden. Okay, Dispel Magic. Cancels All Magic Spells, currently active. Paralyze All Monsters in Hand-to-Hand Combat. Attempts to immobilize All Monsters and prevent them from fighting. Das klingt ganz nett. Remove Condition, releases Character from All Undesirable Conditions except Dead, Stoned, or eradicated. Okay, mit Stoned werden wir wahrscheinlich rechnen müssen. Und ich gucke mal, Stoned to Flesh ist Grad 6. Okay, also wahrscheinlich sollten wir hier noch nicht sein. Restore Energy, replaces one experience levels that have been lost or drained. Ah, okay. Also Level, Stats, Dings, Life Drain können wir countern. Okay, aber in jedem Fall machst du erstmal Licht. Und die Halluzinelle zaubert Leatherskin, Levitate und Psych Protection. Oh, da würde ich sagen, gucken wir uns hier doch mal um. Okay. Okay, das sieht alles relativ harmlos aus. White Wolf könnte gefährlich sein. Werebär klingt auch nicht gut. Okay. Schlag mal auf den Werwolf. Schlag mal auf den Werwolf. Ah! Au, ouch! Okay. Okay. Ja, ja. Ich sehe schon. Also, dann schießen wir mal auf einen der weißen Wölfe. Okay, die haben auch nur Hitpoints. Das ist alles ziemlich doof. Heil mal die Halluzinelle. Okay, Werbär ist nicht so wichtig. Ja, schlagen wir sie mal. Okay. Okay. Es sieht nur harmlos aus. Sogar harmlos sind die offensichtlich also gar nicht gut. Boosten die jede Runde oder müssen die auch mal sich ausruhen? Okay, einer wäre weg. Waits for an opening. Okay, also können sie nicht ständig. Das ist ja schon mal gut.
Machen wir mit Heilen weiter. Rosaka. Ten Points, das war aber schwach. Feuerball, immer schön weiter. Okay, jetzt haben wir nur noch zwei. Jetzt haben wir nur noch einen. Probieren wir mal Dings aus. Paralyze. Not affected. Paralyzed. Paralyzed. Not affected. Ich nehme mal an, die, bei denen es drauf ankommt, die werden dem widerstehen. Wie üblich. Okay, das gibt ein paar Punkte. Okay. Okay, na gut, Moment, sind wir noch am Leben. Also alles gut. Okay, geht's nicht weit. Ach, müssen wir. Okay, haben wir die Kämpfe hier jetzt. Okay. Mehrmals. Ist da irgendwas Besseres als. Ich wirklich. Wir könnten Protection from Cold machen. Mit unserem Cleric. Das ist vielleicht nicht doof, aber ich würde sagen, erstmal ist ja Feuerballzeit. Also sie scheinen keine besondere Resistenz zu haben, außer dass sie vielleicht bessere Rettungswürfe haben. So, dann schieß mal auf den Wolf. Nee, schieß mal auf den Wolf. Okay, schon mal gut. So, dann machen wir jetzt mal Protection from Cold. Das haben wir ja. Das bringt wahrscheinlich wie üblich wieder mal genau gar nichts. Okay, sie machen nichts. Das finden wir gut. Dann gibt es wieder einen Feuerball. Shoot. Wolf. Shoot. Wolf. Okay. Ist so irgendwas. Produce Flame, mal gucken, wie er darauf reagiert als weißer Wolf. D. Okay. Okay. Okay, sind wir alle tot? Nee. Okay, das hat einen Schadenspunkt. Nee. Lächerlich wenig Schaden gemacht. Okay. Also diese Fallen sind doch also ein bisschen seltsam. Ich nehme an, hier ist es. Nein, hier ist nicht was. Das gleiche. Obwohl wir genau wussten, dass da welche sind, überraschen sie uns trotzdem, weil Gründe. Ich glaube, du musst nichts machen. Das müssten wir so hinkriegen. Ja, das war also Pillepalle, also einmal was Schwieriges und zweimal was Schwieriges.
war wahrscheinlich Zufall, einfach nur aus dem für dieses Dungeon vorgesehenen Monsterpool. Okay. Smashed remains of stone statues seem suspiciously lifelike. Ja, Medusen, okay. Mhm. Hier ist also der Hinweis, dass wir hier irgendwelche versteinernden Monster antreffen werden. Ist ein guter Hinweis. Okay, weiße Wölfe sind also hier Standard. Okay, also das hat nicht so viel gebracht mit Produce Flame. Produce Frost wird vermutlich auch nichts bringen, würde ich mal behaupten. Probieren wir nochmal Paralyze vielleicht. Okay, zumindest einen. Das ist ja schon mal besser als nichts. Dann der ist. Steht das da jetzt nicht, weil er wounded ist? Oder warum? Oder hat das gleich wieder aufgehört? Okay, der ist tot. Kill them. Nee, okay. Fight F. Fight F. Shoot F. Gut. Produce Flame haben wir, Produce Frost haben wir. Undead sind sie nicht. Wir könnten Pain ausprobieren. Okay. Hat er also nicht mehr allzu viele. Das tut alles weh, aber das können wir inzwischen auch ein bisschen tanken. Ja, wir müssen eh rasten. Ja, okay, Hitpoints haben sie. Okay. Okay. Können wir hier rasten? Hier können wir rasten. Okay. Okay, ist gleich in grün. Oh, wir können auf alle. Wenn ich mal gepennt, hätte er schon auf die White Wolves schlagen können. Haben die irgendwie Damage Resistance? Weil 8 Punkte Schaden, wir machen. Obwohl, ja, ist einfach vielleicht einfach schlecht gewürfelt. Das ist gut. So wie gesagt, 5-3 ist Paralyze. Okay, sie bleiben paralyzed. Das ist sehr gut. Ouch, 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 ouch. Oh, overcome spell. Okay. Also sie sind ihn relativ schnell wieder los. Na gut, das ist nicht so schlimm. Schlag mal auf den. Okay, der ist weg. Dann
Nochmal Lightning Bolt auf die Wölfe. Okay, Wolf ist weg. Nee. Meine Pain hat so gut funktioniert, aber machen wir es nochmal. Nee, diesmal nicht. Autsch. Autsch. Autsch, 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 Autsch. Den Bär. Du heil mal ganz schnell die Halluzinelle. Auch auf den Bär. Block. Und auf den Werwolf. Okay. Nee, nicht falsch. Shoot. Kampf rasten, aber ich meine, das ist ja nicht unüblich. 5. 2, 5. 1, 5. 4, 6. Okay. Food hatte ich gekauft, glaube ich. Ne? Ja, bevor wir losgegangen sind. Das hatte ich noch nach dem letzten Mal getan. Sieht gefährlich aus. Ha. Fire Lizard. Kenne ich nicht, mag ich nicht. Und die nehmen wir an, die sind gegen Feuer immun, deswegen können wir uns unseren Fireball auch einfach mal sparen und gleich mit Lightning arbeiten. Okay, mehr als 30 Hitpoints entnehme ich dieser Meldung. Schieße mal lieber tot, okay. Aber sie haben nicht mehr als 56, gut. Gracie. Turn undead. Sind sie weg? Okay, hat nur angegriffen. Ich nehme mal an, dass die auch Fire breathen. Aber solange sie es nicht tun, machen wir sie weg und dann ist gut. Okay, ihr macht nur Schaden. Damit können wir leben. Okay. So viele Punkte gab es nicht, also sind die offensichtlich nicht so gefährlich. Okay, für eine fantastische 4 Goldmünzen, das ist ja... Okay. Na komm. Okay, also es variiert zwischen 66 und 2100 Erfahrungspunkten. Das ist eine interessante Bandbreite. Ist hier alles so Pillepalle? Okay. Scheinen die einzelnen Räume unterschiedlichen Monsterpool zu haben, aus dem sie rekrutieren. Okay. Hau weg. So, du hast du nicht so ein Deep Freezing? Prevents Action Cold Beam, das meine ich. Cold Beam auf den Fire Lizard. Okay. Ja, gut. Shoot den Fire Lizard. Rosaka kann das besser und killt ihn auch sehr gut.
Poison, ach, ja, stimmt, das konnten die. Ja, gut, okay, das ist nur ärgerlich. Obwohl, das ging wieder nicht während des Kampfes, ne? Na, dann mach nix. Okay, Silver Shield brauche ich nicht, aber gut. Okay, Gracie. Neutralize Poison auf Miss Parker. Neutralize Poison auf Tiamat. Neutralize Poison auf Sin. Und Neutralize Poison auf die Halluzinelle. Schön, wir sind entgiftet. Okay. Das ist ja fantastisch. Discard, Silver Shield, Discard. Wie das Spiel das im Backpack ordnet, ist mir ein Rätsel. Also es ist nicht etwa so, dass die letztgefundenen Items nach hinten kommen oder so, sondern es ist auch nicht nach Alphabet. Es ist, naja, wahrscheinlich wie man ist im Rucksack halt im Kampf halt ordnet oder während des Abenteuerns schmeißt man einfach irgendwas in den Rucksack und so das Handtaschenprinzip. Deswegen wird das wahrscheinlich einfach zufällig sein. Hätte mir etwas ordentlicheres Vorgehen durchaus gewünscht. Der Übersichtlichkeit halber, aber ne, so ist es realistisch. Okay. So, dann können wir ja mal raten, in welchen Slot das Large Shield einsortiert wird. An Position A, okay. Sind das vielleicht Rüstungsteile? Vielleicht ist es nach Item-Kategorien sortiert. Ist auf jeden Fall etwas nervig. Und hier haben wir, na, das gleiche nochmal, okay. Also, grob das gleiche. Also, erst auf die Troglodyten. Dann auf den Dino Lizard. Du hast mal getroffen. Herzlichen Glückwunsch. Und du machst die kaputt. Und einer bleibt über. Und den schlagen wir tot. Okay. Na gut, so ein Raum erledigt. Das ist immer gut. Okay, können wir das mal angucken. Das haben wir jetzt gemacht. Swarming Wasps und Shadow Beasts, okay. Nieder mit den Wespen. Alle auf die Wespen. Schieß auf die Wespen. Du hast die Wespen mit Pfeilen erschossen. Das ist großartig. Two Points of Damage, okay, ich denke, damit können wir leben. Okay, wieder ein ominöser Raum. Deadly Spores klingt überhaupt nicht gut. Dung Beetle.
Schlagen wir mal auf die Deadly Spores. Das ist weg, das ist gut. Dann zauber mal auf die hinteren drei. Wir haben auf jeden Fall nicht viele Hitpoints, das ist gut. Okay, ich sehe schon, eine Menge Deadly Spores hier. Und ich bin ja versucht, mal zu testen, was sie machen. Aber andererseits, wenn ich sie feuertot zaubern kann, zaubern wir sie lieber feuertot. Weil das, was hier in diesen Kämpfen hinten stand, war durchaus schwieriger als das, was vorne steht. Okay, sie geben auf jeden Fall nichts. Okay, jetzt werden wir wahrscheinlich mal sehen, was sie machen. Also, Fight. Oh, schon so weit hinten, okay. Ah, hätte ich Feuerball machen können. Bin doof. Aber nee, ich wollte ausprobieren, ob sie was machen. Totale Absicht. Na, schaffen wir es? Vielleicht killen wir sie vorher, bevor sie was machen? Okay, die haben echt nicht viele Hitpoints. Okay, also das scheint nicht so übermäßig zu sein. Wahrscheinlich sind es so Glass Cannon. Die haben eine Eradicate by Touch oder so, aber haben nur 3 Hitpoints. Sechsundsechzig Erfahrungspunkte natürlich. Und ein Silver Shield. Okay. Ich habe noch keine Medusa gesehen, ne? Also das nur mal Spiel als Hinweis, dass wir vermissen noch Medusen. Okay, also Items geben sie keine. Jetzt mal gucken, ob du die auch totschlägst. Okay, also... Okay. Ganz so einfach ist es dann doch nicht, aber schwer auch nicht. Und Point of Damage kann er gerade noch so ertragen. Wow, wir sind 0 Goldstücke reicher, haben einen Bow gefunden und den Silver Shield ist ganz schnell weg. Ah, der Bow ist jetzt da. Hat sich das Spiel was bei gedacht haben? C. Tiamat is asleep. Awake können wir nicht. Okay, müssen wir bis auf einen Kampf. Jetzt ist ein Kampf, jetzt können wir dich aufwecken. Okay. Machen wir das auch mal, dann können wir vielleicht auch sehen, was passiert. Mit den Deadly Spores. Schlingen wir so. Okay. One point of damage explodes, okay. Aber nicht allzu viel Schaden, okay. Also habe ich mir da komplett umsonst Sorgen gemacht. 0 Points of Damage, okay. Okay, also in großen Mengen vielleicht nervig. Okay. Ja, dann ist Use. Haben wir wieder Food, ne? Ja.
Okay, den Raum haben wir auch. Sehr schön. Wahrscheinlich wieder so die eine Seite des Dungeons völlig harmlos und auf der anderen zerkloppen sie uns. Okay, dann gucken, was hier ist. Sind wir. Machen wir es ungerastet? Nee. Keine Experimente. Nein. Vier. So. Nee, gut. Okay, mehr als 12 Hitpoints. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn sie exploden, sind sie dann aber auch weg. Okay, können also auch durchaus mal gut würfeln. 14 Punkte Schaden, das ist schon ein bisschen signifikanter als 0 bis 1. Ist die Frage, ob sie uns dann dafür Erfahrungspunkte geben, wenn sie explodieren. Ob das als besiegt gilt. Okay, da ist ein Gang. Haben wir hier. Ist auch ein Gang. Ja, ist das bestimmt live? Ah, okay, da ist der interessante Teil des Dungeons. Okay. Andere. Ich meine, das ist etwas, das Wizardry 6 noch nicht geschafft hat. Mehr als eine Wall Texture. Also, das ist 86 und da hallo. Okay, können wir mitleben. Und hat sofort eine Aussage, diese andere Wall Texture im Dungeon. Da weiß man, okay, also erstmal ist das eine ja eher so höhlenartig, das andere ja offensichtlich gemauert. Aber man weiß, okay, da ist offensichtlich irgendwas Besonderes. Das ist immer. Immer schön, das hat Wizardry halt dann mit Text lösen müssen. Aber, und viele andere Spieler auch, aber meine, das ging schon 86, 87, wenn man nur will. Ja, mach den mal weg. Punkte, 39, nicht schlecht. Ach, natürlich. Und das alles für ein bisschen Knoblauch. Na gut. Okay. Okay, was haben wir hier? Dried Beef. Habe ich das nicht gerade benutzt? Wie oft kann man das denn benutzen? Okay. Garlic. Macht das irgendwas Besonderes? Guck mal kurz nach. Nope. Also kann das auch weg. Ruby Idle. Klingt wichtig, weiß auch nicht, was das macht. Okay. Smashed remains of stone statues seems suspiciously lifelike. Okay. Ja, ich, da sind die.
Medunsen, da wollen wir erstmal vielleicht noch nicht hingucken. Hier haben wir nichts, nur ein paar Troglodyten und Skeletons. Wir nehmen mehr Schaden von den Fallen als von. Was haben wir gefunden? Warte, ich kann weg, Discard. Okay. Come on, Gracie. Okay, jetzt geht's hier weiter. Nope. Das hätte ich in den anderen Dingern auch mal machen sollen. Nope. Okay. A pit full of poisonous spikes opens below the party. Und wir können aus der Anschauung sehen, dass die vergiftet sind. Ja, wird wahrscheinlich irgendwie eine grüne Farbe drauf geschmiert sein, um kenntlich zu machen, dass das vergiftete Spikes sind. Luckily, your levitation spell saved you. Yeah. Ja, ja, das ist so like. Okay, da mache ich mal Safe State und schauen hier mal. Hier scheint es ja ein bisschen gefährlich zu sein, potenziell. Oder auch nicht. Okay. Überall Fallen. Okay, ne, hier ist da hundertprozentig wer drin. Okay. Guten Tag. Okay. Carriad Guard und Stone Golems. Stone Golems? Wir hatten Wood Golems. Hatten wir schon Stone Golems? Klingt gefährlich. Schlagen wir tot. Nehmen wir mal an, die sind gegen alles immun, ne? Probieren wir aus. Wie findet ihr Elektrizität? Mögt ihr nicht? Also, bisschen nicht. Okay. Ich erinnere mich, als die Karyatic Guards, oder wie auch immer die heißen, noch ein Riesenproblem darstellten. So, dann schießen wir auf den Stone Golem, der ist ja nicht zu verfehlen. So, du zauber mal. Paralyze. Okay, hat keinen interessiert, okay. Okay, probieren wir mal Feuerball. Das wird eine Weile dauern, wenn wir weiterhin so viel Schaden machen. Okay, aber zumindest regenerieren sie sich offensichtlich nicht. Shoot. Okay, einer wäre weg. Brauchen wir Heilung? Nee, alles okay. Ja, da macht nix. Six Points. Stone Golem macht nix, okay. Alle auf den Stone Golem. Okay. Sieben Punkte ist handhabbar.
Okay, hier ist super dark, also brauchen wir Lasting Light. Nicht lange gehalten, aber wir wissen, dass hier was ist. Ich kann den ja auch einfach häufiger zaubern, das war ja das, ne? Okay. Mhm. Also die Monster werden schwieriger. Es ist übrigens lustig, dass die Stone Golems eine Krücke brauchen. Aber na gut. Das bevor wir auf sie eindreschen. Hast du irgendwas gegen Steingolems? Also wir könnten mal Cold Beam versuchen. Einfach nur für Spaß. Ja, 2 Punkte. Das hätte geholfen. Ah, Paralyze geht auch nur gegen Melee-Monster. Okay. Ergibt einen gewissen Sinn. Mal nix. Ja, yeah, Dispel. 1 point of damage. Okay, jetzt ist er im Nahkampf. Okay, 36. Also es gehen nicht nur 7, es gehen auch 36. Okay. Heil mal Sinn. 13, okay. Sehr große Bandbreite. Es ist hier schon wieder dunkel, hatte ich nicht gerade Lasting Light gezaubert? Oder das sind die Runden wahrscheinlich, okay. Okay. Nee, natürlich. Natürlich. Okay. Hallo. Nix. Hier war auch nix. Pitfall of Poisonous Spikes. Ich habe offensichtlich kein Levitate an. Okay. Naja. So werden wir mal nett darauf hingewiesen, dass wir das versäumt haben. Dann müssen wir jetzt also zaubern wie die Blöden. Moment, wir hatten doch. Ich hatte doch hier, habe ich da extra vorgelesen, wir haben nach Remove Condition, ist das für alle in das andere Verein. Okay, bringt also nichts. Macht die Sache also auch nicht schneller. Okay.
Guten Tag, mehr Steine, Steingolems, okay. Zumindest scheinen sie keine keinen Fernangriff zu haben, was sehr gut ist. So, und wenn wir die Guards jetzt am Leben lassen, müssen wir immer nur gegen einen mit einem kämpfen. Das ist, denke ich, taktisch sinnvoll. Schlagen auch mal daneben, das ist auch gut. Okay, Golem ist weg. Mehr Golems. Oh, jetzt sind wir ein bisschen näher dran. Das macht die ganze Sache ein bisschen unangenehmer. Da müssen wir also mit Zweien umgehen. Ist echt gut, dass die nicht nach vorne rücken. Come on, stirb. Okay. Oh, das ist jetzt hier nur durchhacken. Wenn du meinst, dass das hilft. Okay. Natürlich. Okay, jetzt haben wir also nur noch diesen Bereich da, wo sich vermeintlich die Medunsen befinden, würde ich sagen, werden wir da beim nächsten Mal, also genau hier, beim nächsten Mal reingucken und dann schauen wir mal, wie Medusen so sind. Wahrscheinlich ziemlich stoned. Hat erstmal nicht funktioniert, weil er nicht witzig war und zweitens nicht funktioniert, weil wir ja stoned wären. Ah, da vergesst es. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder mit vermeintlichen Begegnungen mit Medusen. Also bis dahin. Tschüss.